ich muss sagen, diese Sehbehinderung, die hat mich natürlich ganz schön lange schwach gemacht. Ich habe das eher als Belastung gesehen. Schwimmen gelernt habe ich relativ früh, nämlich im Kindergarten. Und ich würde auch inzwischen behaupten, dass ich das einigermaßen gut kann. Aber gegen meine heutige Gästin Elena hätte ich beim Wettschwimmen definitiv keine Chance. Sie ist nämlich eine der erfolgreichsten deutschen Leistungsschwimmerinnen. Aber Elena, ich habe gehört, dass es trotzdem so ist, dass du Wasser nicht so richtig gerne magst. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Ich hatte irgendwie als Kind nie so viel Berührung mit Wasser und deswegen ist es jetzt für mich nichts, wo ich sage, das ist mein Element, ich fühle mich wohl. Also ich schwimme zwar schnell, aber ich habe kein gutes Wassergefühl. Warum Elena trotzdem Leistungsschwimmerin geworden ist, darüber sprechen wir nachher nochmal. Ich möchte mit dir jetzt aber erstmal über deine Augenkrankheit sprechen. Es ist ja bei dir so, dass du nicht bei den Olympischen Spielen antrittst, sondern bei den Paralympischen. Warum ist das denn so? Ja, das ist richtig. Ich habe eine Sehbehinderung, die heißt Makuladystrophie. Die habe ich mit 7 Jahren bekommen. Und die hat sich dann bis zu meiner, ja, Ende der Pubertätszeit hat sich das immer verschlechtert. Und habe jetzt eben einen Sehrest von 3%. Und deswegen darf ich auch bei den Paralympics starten. Weißt du noch, wie sich das für dich damals angefühlt hat, als du gemerkt hast, okay, ich kann jetzt plötzlich immer weniger sehen? Es war ja so ein schleichender Prozess und am Anfang habe ich es eben gemerkt, dass ich mich ganz schön doll konzentrieren muss, damit ich überhaupt irgendwas von der Tafel ablesen kann. Und am schlimmsten war es eigentlich dann wirklich so in der Pubertätszeit, ne, wo sowieso das ganze Leben anstrengend ist und irgendwie versteht man sich und die Welt nicht. Und da habe ich halt auch zusätzlich noch diese Last gehabt, kann man sagen, dass ich immer schlimmer gesehen, also schlechter gesehen habe. Das ist Elena. Sie ist 26 Jahre alt, ist ausgebildete Physiotherapeutin und sammelt nebenher Medaillen im Leistungsschwimmen. Ich bin mehrfache Europa- und Weltmeisterin. Ob Silber bei den Paralympischen Spielen oder Bankdrücken auf Instagram, Elena zeigt uns, was sie körperlich so drauf hat. Dabei sprach bei ihr erstmal einiges gegen eine Karriere im Profisport. Ihre ersten Schwimmversuche hat sie nämlich erst mit 13 Jahren unternommen. Früher bin ich gepaddelt wie ein Hund. Und aufgrund ihrer Augenkrankheit hatte sie, nach außen hin, auch eine schlechtere Startnummer. Aber für Elena war Aufgeben nie eine Option. Und deshalb weiß sie genau, was sie noch erreichen möchte. Nächstes Jahr eine Medaille bei den Paralympischen Spielen holen. Aber wie wird man eigentlich Leistungsschwimmerin, wenn man sehbehindert ist? Hat es für dich damals dann irgendwie so die Zukunftspläne, die du hattest, durcheinander geworfen? Naja, die Sache ist die, also ich bin ja damals aus Kasachstan nach Russland, kann man sagen, sind geflohen. Nach der Krise dort, Arbeitslosigkeit, haben wir uns entschieden, nach Russland zu ziehen. Und als Kinder waren wir nicht wirklich auf Zukunft eingestellt. Das war eher so ein Überlebenskampf. Wir wussten nicht, was morgen passiert, deswegen. Ich hatte überhaupt keine Pläne für die Zukunft. Ich habe natürlich ab und zu, wie halt ein normales Mädchen, irgendwas vor mir hergeträumt. Aber ich hatte keine Pläne, so dass es mich aus der Bahn geworfen hat. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du nach Deutschland gekommen bist und mit dem Schwimmen angefangen hast? Meine Familie, väterlicherseits, die sind Deutsche. Und die haben sich dann irgendwann entschieden, dass sie jetzt zu ihrer Verwandtschaft zurück wieder nach Deutschland auswandern möchten. Flüchtlingsheime von A nach B gezogen. Hat alles ein bisschen gedauert, aber dann, ja, in Bamberg angekommen, war halt der Schub noch mal schlimmer mit der Augenerkrankung. Und dann mussten wir uns entscheiden, dass ich irgendwann auf eine andere Schule gehe, auf eine Privatschule in Nürnberg. Und dann dort war die Zeit halt am Anfang richtig schlimm für mich, weil ich hatte schon mal Internatserfahrungen gehabt. Naja, aber irgendwann nach einem Jahr habe ich dann Freizeitleiter kennengelernt, das ist der Michi. Und der hat mich dann eigentlich dazu gebracht, dass ich so ein bisschen Sport mache. Ich hatte davor noch überhaupt keinen Sport gemacht. Und dann musste ich irgendwann auch für ein goldenes Abzeichen schwimmen. 50 Meter waren das. Und da habe ich gesagt, du, ich kann überhaupt nicht schwimmen. Und ich war schon 13. Und dann sagte der, ja, du schaffst das schon irgendwie, dich nicht festzuhalten und durchzuschwimmen. Habe ich schön mit Hundepaddeln, habe ich es dann geschafft. Elena, lass uns gleich mal noch drüber sprechen, wie viele Medaillen du bis jetzt schon gesammelt hast. Ich wollte davor noch schnell ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar heißt das Mythencheck. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass du, obwohl du Schwimmerin bist, jetzt nicht so der größte Fan von Wasser bist. Also den Mythos haben wir schon mal geklärt, dass man Wasser ganz toll finden muss. Und ja, jetzt sind hier noch ein paar weitere Mythen zu deinem Leben als paralympische Schwimmerin. Und den ersten Mythos, den ich hier habe, ist, du bist schon öfter gegen den Beckenrand geschwommen, weil du ihn nicht sehen kannst. Korrekt. Das passiert mir fast täglich. Ja. Aber tust du dir noch weh damit, oder? Also ich muss sagen, ich habe mir schon etliche Kapseln oder Bänder gerissen an den Händen. Das passiert einfach, weil man
Manchmal verzählt man sich mit den Zügen oder die Wand ist dann doch schneller da, weil man vom Tempo ein bisschen schneller geschwommen ist. Ja, oder die Lichtverhältnisse passen nicht. Also damit muss ich zurechtkommen. Das gehört einfach dazu. Der zweite Mythos ist, Schwimmerinnen und Schwimmer haben permanent aufgequollene Finger und Zehen. Ich sag nein, weil irgendwann gewöhnt sich die Haut dran, dann geht's. Aber wenn du jetzt natürlich länger als sonst im Wasser bist und danach auch noch ins Jacuzzi gehst, dann hast du es eine halbe Stunde oder 15 Minuten, aber dann ist weg. Dann Mythos Nummer 3. Leistungsschwimmerinnen und Schwimmer machen vor Aufregung vor einem Wettkampf schon mal ins Becken. Nein, also ich nicht. Ich gehe auf die Toilette. Was die anderen machen, weiß ich natürlich nicht. Nummer 4. Wer Leistungssport betreiben will, muss schon als Kleinkind damit anfangen, um auch mit der Konkurrenz mithalten zu können. Ja, eigentlich ist es auch tatsächlich so. Die meisten Schwimmer, vor allem im nicht behinderten Bereich, fangen schon sehr, sehr früh an. Das ist deutlich ein Vorteil, um schnell und erfolgreich zu sein. Wenn man Leistungssport betreibt, dann hat man keine Freizeit mehr, weil man den ganzen Tag nur noch trainiert. Ja, leider ist das die Wahrheit. Das nervt mich total selber auch. Man hat kaum Zeit für Freunde, Familie. Dann der nächste Mythos. Bei Sportlerinnen und Sportlern mit einer körperlichen Beeinträchtigung steht das mehr im Vordergrund als ihre sportlichen Erfolge. Nein, das würde ich so nicht sagen. Also selbst die Sportler mit einer Behinderung, die denken gar nicht dran, dass sie überhaupt eine Behinderung haben. Also wir reden ganz, ganz selten über unsere Behinderung. Wir sind eigentlich, das kommt nie zur Sprache. Also wir fokussieren uns auf den Erfolg und auf Leistung. Ein Mythos habe ich dann noch. Die Paralympischen Spiele bekommen im Vergleich zu Olympia viel zu wenig Beachtung. Ja, das ist leider immer noch so. Also es wird schon besser, definitiv. Aber ich bin der Meinung, das kann noch viel, viel mehr sein. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir mehr in der Öffentlichkeit stehen würden, wenn die Presse sich mehr interessieren würden und wenn die Menschen auch einfach diese Barrieren im Kopf überwinden würden und einfach auch das Interesse entwickeln an den Paralympischen Sport. Wie ist das denn, sowas wie Schwimmen zu lernen, wenn man das vorher noch nie gemacht hat mit einer Sehbehinderung? Das ist nach wie vor noch ein ganz großes Problem bei mir, dieses Erlernen einer neuen Bewegung. Bei den normalen Schwimmern, da zeigt man was oder man guckt sich ein Video an und der Trainer sagt, du musst den Winkel verändern oder das hier anders halten und dann weiß man das im Kopf und kann das umsetzen. Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil ich kann Details nicht erkennen und das, was ich sehe, ist ja für mich nicht gleichzeitig das, was ich im Wasser auch umsetzen kann. Ich sehe das ja auch anders, ich sehe das ja nicht so ganz genau. Deswegen ist es bei uns eigentlich so, dass mein Trainer das immer versucht, erstmal irgendwo am Land mir eine Bewegung beizubringen, dass ich das auch motorisch und von der ganzen Muskelkette erlerne. Und erst dann kann ich es im Wasser umsetzen. Also diese ganzen Lernprozesse funktionieren bei mir als sehbehinderte Schwimmerin viel, viel langsamer und schwieriger. Wow, also das ist sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Was mich noch interessieren würde, ist, was ist denn deine aktuelle Zeit? Meine Bestzeit ist eine 1:12:07. Das ist auch der momentane Weltrekord. Wow, krass. Das ist richtig, richtig cool. Danke. Hast du jetzt irgendwie nach all der Zeit, wo du das machst, irgendwie ein Gefühl dafür, wie viele Medaillen du schon gewonnen hast in der Zeit? Boah, also ich weiß, dass es eine Kellerkiste gibt und die ist wohl jetzt schon voll. Ich habe keinen Überblick mehr. Siehst du denn die Augenkrankheit jetzt heute hauptsächlich als eine Einschränkung oder ist es für dich auch irgendwie, ja, vielleicht eine Form von Stärke oder was Besonderes? Ich muss sagen, diese Sehbehinderung, die hat mich natürlich ganz schön lange schwach gemacht. Ich habe das eher als Belastung gesehen. Aber ich muss sagen, jetzt bin ich 26, jetzt habe ich diese Erkrankung akzeptiert, dass ich eben so bin, wie ich bin und mache das Beste draus und sehe eigentlich auch die meist positiven Sachen dran. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben so weit gekommen wäre und so viel gelernt hätte und erlebt hätte, wenn ich die Sehbehinderung nicht hätte. Und deswegen, jetzt inzwischen bestärkt mich das und stehe auch dazu, so wie ich bin und bin eigentlich ein sehr glücklicher Mensch. Schreibt ihr uns doch sehr gerne mal in die Kommentare, was denn eure liebste Sportart ist. Vielen Dank, Elena, dass du dir Zeit genommen hast für uns in deinem sehr, sehr vollen Tages- und Trainingsplan. Das ist sehr lieb von dir. Ja, sehr gerne. Hallo, ich habe noch eine kleine Videoempfehlung für euch. Klickt gerne hier auf das Video von Reporter, wo LeistungssportlerInnen erzählen, wie sie es finden, dass Olympia jetzt verschoben wird. Hier kommt ihr zur Off-Klo-Playlist über Körper und Selbstliebe. Und ihr könnt sehr gerne noch diesen Kanal abonnieren, denn ich weiß, dass du das noch nicht gemacht hast.